Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in Entschrouded. Wir wollen uns heute mal, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, so viel Zeit muss sein. Heute wollen wir uns mal um die Angelegenheiten der Bäuerin kümmern. Ich habe mir schon mal ein bisschen Erde geholt, dann brauchen wir fossilen Knochenstaub, um den gedüngten Farmboden herzustellen und Nitrat. Und das ist alles Zeug, was wir beim Alchemisten herstellen. Das Nitrat war, glaube ich, hier drin. Alchemist, Nitrat haben wir 50 Mal. Das dürfte doch schon mal reichen. Und fossilen Knochenstaub, das ist hier drin. Da haben wir schon mal 45. Also, gehen wir mal vor zur Bäuerin und machen mal uns das Zeug. Ich möchte nämlich hier in dieses Beet hier möchte ich nämlich die Erde einlegen. So, alles klar. Herstellen. Gedüngte Farmerde. So, da wir brauchen für 15 mal gedüngte Farmerde. Da weiß ich jetzt noch nicht, wie sich das verhält. Was ich mit 15 mal gedüngte Farmerde anstellen kann. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir erstmal 150 mal gemacht. Ich denke, dass ich die drin habe. Wo ist denn die hier? 150 mal gedüngte Farmerde. Jetzt brauchen wir, glaube ich, weiß noch nicht, wie das hier mit der Erde funktioniert. Aber ich denke mal, wir brauchen den Bauhammer. Den nehmen wir mal mit. Dann legen wir uns hier unten rein. Der 4, da haben wir unseren Bauhammer. So, und jetzt wollen wir ab. Nein. Nach unten. Halt, Steuerung. Steuerung. Na, was ist jetzt? Geh hier weg. So, jetzt haben wir gedüngte Farmerde. Was ist denn das jetzt für Haufen hier? Was ist denn jetzt? Das kommt hier nicht mehr raus, doch. Wieso steht denn das so komisch? Ach, alles klar, weil wir hier hinten eingeschalten haben. Also nehmen wir uns mal die 6 vor, denke ich mir. Ja, das müsste doch jetzt funktionieren. Oh ja, das sieht ganz gut aus. So, kann ich das jetzt hier so einfach austauschen? Nein, das geht nicht. Wir müssen erst hier die Erde entfernen. Und jetzt können wir den gedüngten Farmboden drauflegen. Gut. Wie gesagt, das ist alles Neuland für mich. Ich habe das noch nie gespielt in der Demo. So, und da hinten das letzte Stück. Machen wir A weg. So, und jetzt haben wir hier gedüngte Farmerde drin. Und ich denke mal, dass wir jetzt hier unsere... Das sieht aber aus, ehrlich. Das sieht ja aus wie so ein Sturzacker. Genau, gut. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein paar Setzlinge mit. Habe ich noch... Sind die schon gewachsen? Kann ich die jetzt rausnehmen? Habe ich schon irgendwo ein paar Setzlinge drin? Ich mal gucken, was ich hier alles so drin habe. Irgendwie müssen wir die doch pflanzen können, die Dinger. So, was habe ich hier? Hier habe ich nichts. Hier ist Fleisch.
Hier sind Obst und Gemüse, Nüsse, Tomaten, Erdbeeren. Hier haben wir gar nichts. Und hier hinten haben wir auch keine Setzlinge. Ich habe doch schon mal Setzlinge produziert. Hier sind Eier. Wo habe ich denn die Setzlinge? Herstellen. Ach, hier haben wir sie drinne. Flachssetzlinge, alles klar, die sind hier drinne. Gut, und da haben wir hier auch welche drin, oder? Ach, hier haben wir 100 drinne. Na, da können wir ja Flachs anbauen. Gut, werden wir mal sehen, wie das jetzt funktioniert hier. Also. Wir legen uns die Flachssetzlinge mal hier unten auf. Warum? Auf die 4. So, jetzt können wir sie hier draufsetzen. Mhm. Also, 4 kriegt man in der Breite drauf, da müssten wir ja einiges hier drauf kriegen. Da müssten wir ja einiges hier drauf kriegen. Ich mache ja mal einen ganz kurzen Cut. Denn das, wie ich das hier pflanze, ist ja nicht so berauschend zuzuschauen. So, jetzt setzen wir die letzte Pflanze. Letzten Setzling. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Flachs angesät oder angepflanzt. So, dann brauchen wir ja noch andere Sachen. Also Flachs haben wir jetzt hier angebaut. Da können wir, glaube ich, jetzt noch ein paar Felder hier anlegen. Denke ich mir. Und zwar würde ich sagen, wir machen ja mal, wir nehmen uns mal wieder den Bauhammer. So. Und wir nehmen uns wieder die Pflanze. Alt, Bauhammer sollst du nehmen. Und Pflanzerde. Die Hammer. So, ich würde sagen, wir fangen mal von hier hinten an. Na. Gehen noch ein Stück vor. Hier beginnen wir. Nee, das geht irgendwie nicht, dass wir das Zeug einfach so rauskloppen können. Da müssen wir uns was anderes nehmen. Da müssen wir uns... Was nehmen wir denn da? Erde? Geht es da damit? Nee, wir müssen das anders rauskloppen. Also brauchen wir doch Beine. Da holen wir uns mal ein paar Steine, um hier wieder dieses Pflaster rauszunehmen. So, da nehmen wir hier diese. Die 416 dürfen reichen. So. Dann nehmen wir erstmal das Zeug raus hier. Das sollte nicht so sein, das sollte weiter hinten sein. Und das sollte... Naja gut, da bauen wir wieder rein, das ist kein Problem.
So, und jetzt setzen wir das wieder rein und jetzt packen wir hier Erde rein. Mal sehen, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Also, Terraforming, die 6 und wir nehmen wieder unsere gedüngte Erde. Naja, gut. Müssen wir uns jetzt bloß noch einfallen lassen, was wir hier bauen. Wir brauchen auf alle Fälle noch solche Billardtische hier. Das sieht doch fast aus wie Billardtische, oder? So, das sind diese Pflanzkästen. Die macht auch unsere Bäuerin. So, da brauchen wir. Wo war denn das jetzt? Moment, muss ich überlegen. Saatbeet, hier. Hier ist es. Holzscheite, Farmboden. Das ist normaler Farmboden. Und Metallschrott. Haben wir noch irgendwo Farmboden? Farmboden. Erde und Knochenmehl, alles klar. Habe ich da noch irgendwelchen gebunkert hier? Sieht aber nicht so aus. Vielleicht vorne in den Kisten. Wo wir die Erde haben. Wo wir den Sand haben. Na, schauen wir mal, was wir hier haben. Schutt, Schutt. Ne, das gedüngter Farmboden. Erde und Knochenmehl brauchen wir da. Da machen wir doch mal die Farmboden. So. Erde und... Ich habe kein Knochenmehl mehr. Ist denn das, was ich da einstecken habe? Ach, das ist von fossilen Knochen, alles klar. Hm, Knochenmehl, fossile Knochen, alles klar. Knochenmehl brauchen wir. Ich hoffe, dass ich das hier habe. Da haben wir Knochenmehl. Und wir nehmen gleich mal die Knochen mit. Die macht doch auch unser Alchemist hier. Wir müssen uns wieder Knochen besorgen. Wir nehmen mal die 100 und lassen die zermahlen. Knochenmehl. Hey, ja, hey. So, das. Will ich denn jetzt hier? Hier will ich doch hin. Nee, nicht dorthin. Hier will ich hin. Dahin. So, jetzt tun wir ein Rezept aussuchen und da wollen wir Knochenmehl auswählen. Und da brauchen wir natürlich Knochen. Das nehmen wir rüber, das fossile Knochenmehl. Und er malt schon die Knochen. Alles klar. So. Knochenmehl ein bisschen besser mal einstecken. Oh, unser Flachs blüht sogar schon. Innerhalb von Stunden. Perfekt. Oh, sieht ja richtig schön aus. So, jetzt wollen wir Farmboden herstellen. Was geht wohl nicht? Umschalt. Und jetzt wollen wir solche Saatbeete bauen. Saatbeete. Das haben wir alles in blauen Kisten drin. Ne? Und da können wir auf alle Fälle mal 3 herstellen. Gut. So, und die stellen wir gleich mal mit hier auf. Und da müssen wir uns jetzt überlegen, was wir da reinpflanzen. So, ich wechsle die mal gegen Hack.
4. Nein! Aufnehmen. Nicht so weit, selbst weiter weg. So, da schauen wir mal, wie weit stehen die denn auseinander? Ist klar. Muss schon ein bisschen irgendwo ein Bild haben. So. Und wir haben noch zwei, die stellen wir auch noch auf. So. Und einen haben wir noch. Es wird schon wieder dunkel, seht ihr das? Ja, das ist, wenn der das Spiel startet, dann bist du halt mittags fängst du da an. So, was wollen wir jetzt hier noch anpflanzen? Da schauen wir mal, was wir hier noch eigentlich noch. Wo haben wir unsere Blümchen? Hier sind unsere Blümchen drin. Was brauchen wir denn hier? Kamille, können wir Kamille hier anziehen? Ich hoffe es mal. Wir versuchen es mal, ob das geht. Na. Aha, E. Pflanzenrezept. Was sind keine Kamillesetzlinge? Doch hier. Wasser und Kamille brauchen wir. Da brauchen wir noch Wasser, müssen wir uns noch sorgen. Wasser haben wir hier drin. So, das müssen wir jetzt erst einmal durchziehen hier. 50 mal Wasser. Und wir werden das jetzt hier mal wechseln. Ja, ja, das müsste eigentlich reichen. So, gut. Auf, nicht aufnehmen, aufziehen. So, das gucken wir hier rein. Kamille. Kamille. Ja. Auswählen. Ist das jetzt drin, ne? Ja, oder? Im Dunkeln sieht man das so schlecht. Doch ja, es sind Pflanzen drin. Wir gehen jetzt erstmal fix schlafen, denke ich mir. Wir gehen erstmal hier ein bisschen schlafen, dann wird es auch wieder heller. Dann sehen wir auch wieder was. So. Also leg dich hin, mein Freund. Die Nacht ist schon vorbei. So, schauen wir mal hinter, wie es aussieht. Oh, Sonne geht rot auf. Auf alle Fälle haben wir hier Kamille drin. Und hier? Haben wir hier drin gar nichts. Nee, da steht zwar was drin, aber... Es zeigt uns nichts an. Was wird denn hier hergestellt? Kamille, genau. Und hier wird noch gar nichts hergestellt, oder? Nein, hier ist noch nichts drin. Was können wir denn jetzt noch aufziehen? Was brauchen wir denn noch? Schade, brauchen wir mal eigentlich alles, denke ich mir. Buschsetzlinge nicht. Tomatensetzlinge könnten wir machen. Wir könnten doch ein paar Tomaten anpflanzen. Rübensetzlinge. Beeren, Buschsetzlinge, Flachs, Paprika, Weizen. Weizen. Wir haben doch Weizenkeimlinge. Da brauchen wir wieder fossilen Knochenstaub. Gut, den haben wir ja. Wasser haben wir. Und wo habe ich denn unsere Weizenkörner, die wir bei den Teddys gefunden haben? Das ist jetzt die Frage. Wo habe ich die Weizenkörner? Ich glaube, die habe ich ja vorne. Wir müssten Weizen anbauen, damit wir Mehl mahlen können. Ich denke mal, die ist leer. Hier habe ich kein Weizen.
ich auch keinen Weizen. Jetzt müssen wir alle Kisten durchkloppern. Damit wir irgendwo den Weizen finden. Ich habe Weizen, das weiß ich. Das ist die Erde. Ne, da findet man nicht drin. Die ist leer. Wo habe ich denn den Weizen? Diese Flitzerei hier. Hier ist auf alle Fälle nicht drin. Hier sind bloß Eier drin. Hier ist Mehl, Knochenmehl drin. Ja, was, hier haben wir auch Knochenmehl drin, ne? Hier haben wir doch schon Knochenmehl und nicht wie jetzt die Knochenmüller. Naja, ist egal. Dann nehmen wir das mal raus, hier hat das eine Knochenmehl. Und räumen das mal dort hinten hin, wo es hingehört. Hier rein. So. Auf. Wo ist der Weizen? Ja. Das ist leer, das hat es mir doch angezeigt. So. Hier sind eigentlich nur Tomaten, Erdbeeren, Nüsse und blaue Beeren drin. Hier ist Fleisch. Hier ist der Weizen. 9-mal habe ich. 9-mal Weizen habe ich. Alles klar. Da können wir doch hier jetzt Weizen. Weizen. Damit wir mal ein bisschen zu Getreide kommen. Ich habe doch Weizenkörner dabei. Ah, ich muss erstmal das Rezept aussuchen. Klar. Auswählen. Alles klar, gut. Wieso zeigt es hier überall an, dass ich das nicht dabei habe? Kann ich das noch nicht anbauen oder was? Hm. Warum kann ich kein Weizen-Setzling setzen? Wartet auf Material. Jetzt haben wir es drin. Wir müssen das ja reinräumen. Alles klar. Das war mir ja logisch. Naja, gut. Alles klar. Gut. Also. Da können wir ja diese ganzen Weizenkörner hier hoch. Aus dem hier rüber. Fossilen Knochenstaub. Und Wasser. Gut, jetzt können die oh, es dauert 20 Minuten, ehe so Weizen. So ein Frühbeetkasten mit Weizensetzling fertig ist. Ich frage mich sowieso, wieso wir Weizen. Setzlinge anziehen müssen. Naja, gut. Also der Weizen wird normalerweise nur gesät. Ich könnte mir das vorstellen, wenn man Reissetzlinge, die werden gesteckt. Jawohl, okay. Aber Weizen wird einfach nur gesät. Gut. Wir lassen es aber erstmal dabei. Wir lassen das so, wie es ist. Wir legen uns aber jetzt mal noch hier hinten noch mal ein größeres Feld an. Hier werden wir mal noch ein paar Felder anlegen. Und zwar schnappen wir uns den Bauhammer. Und müssen jetzt erstmal uns umorientieren. Hier. Genau. So, hier, das machen wir weg. Aber ich werde immer solche schmalen Felder machen, keine riesengroßen Felder, sondern solche schmalen. Da
Da können wir besser dran arbeiten. So, auf alle Fälle hier rüber. Oh ja, jetzt verschwindest du gleich wieder hier drin. Gott. Wieso ist das jetzt so unterschiedlich? Was hat er denn jetzt gemacht? Wieso ist das hier so komisch jetzt? Na, müssen wir hier hinten das mal ein bisschen kürzer machen. Dann haben wir die kleinen, die zweimetrigen. Moment. Umschalten. Die zweimetrigen, genau. Ich wollte es eigentlich nur fünf Felder lang machen. Ah ja, ihr müsst so aufpassen. So, jetzt haben wir zweimal. Und jetzt können wir hier noch eins herlegen. Wir machen uns nochmal noch drei Felder hier insgesamt. So, da hauen wir das raus. So, und die füllen wir jetzt nochmal mit gedüngten Farmboden. Damit wir hier noch Terraforming dahin und die Nummer 6. Habe ich den gedüngten Farmboden ausgesucht? Ja. Ah, jetzt habe ich wieder. Falsch. So, also nochmal aufpassen, dass wir das richtig setzen hier. Haut geht auch trotzdem irgendwie nicht auf. Keine Ahnung. Egal. So. Ne, es geht sicher. Der Farmboden ist irgendwie kleiner. Von der runden Quadraten. Ja, ja, man sieht auch, dass das irgendwie. Oder ich bin so dumm, dass ich das nicht richtig reinsetze. Na, hier haut was nicht hin. Hängt noch nicht. Gut. So, jetzt haben wir auf alle Fälle mal ein paar Felder angelegt. Da werden wir eins mit Weizen machen und jetzt bauen wir uns mal noch. Ja, wir haben ja noch einen übrig. Wir haben ja drei gehabt und dann machen wir Tomaten. Hier hinten haben wir Kamille. Das hier ist Flachs. Flachs, was haben wir hier drin? Ne? Da haben wir gar nichts drin, oder? Haben wir auch noch nichts drin, das ist ja das dritte, alles klar. Rezept aussuchen, da werden wir Tomatensetzlinge reinmachen, das hier. Auswählen, wir brauchen Tomaten und Wasser. Alles klar. Dann gehen wir mal, und halt Tomaten haben wir hier, Wasser haben wir da drüben, wir tun uns mal noch ein bisschen Wasser schöpfen. Und nochmal. Gut. Wir müssten aber auch irgendwo noch ordentlich Wasser haben. So, jetzt nehmen wir Tomaten mit. Hier ist hier nur Paprika. Wo haben wir hier? Das sind die Tomaten. Tomaten hier rüber. Hier unten haben wir doch noch Wasser. Gut. Hier setzen wir jetzt mal ein paar Tomaten.
Tomatensetzlinge. Wie viel kriegt man da? Wasser haben wir doch. Achso, wir müssen das wieder hier rein tun. Alles klar. Da rein und Wasser. 1 Salz müssen wir das machen. Also 8-mal Wasser. Stapel teilen. 9 minus 1, 8. Bestätigen. Wo habe ich jetzt die 8 Wasser? Hier. Hier rein. Und es arbeitet. Gut. So, da hätten wir jetzt erstmal Tomaten, Weizen. Und was ist denn noch essentiell, was wir unbedingt brauchen? Da schauen wir mal hier rein. In die, was wir hier alles so... nee, wir gucken mal. Nee, das ist schon richtig. Wir können hier reingucken. So, da schauen wir mal in unsere Rezepte. Erdbeeren, Tomaten, Buschsetzlinge, rote Pilze. Erdbeeren, Rüben. Also von den Rüben habe ich bis jetzt noch nicht eine gegessen. Ich habe zwar welche. Bärenbuschsetzlinge, Flachssetzlinge, Paprika, Weizen, Mais. Haben wir Mais? Wir müssten eigentlich mal. Ansonsten müssen wir hier vorschauen, da haben wir Mais. Rohrzucker. Ich glaube, Zucker ist eine wichtige Pflanze, die wir brauchen. Genau. Wir werden uns mal mit den Rohrzucker noch befassen. Ich lasse das jetzt hier mal ein bisschen laufen, dass meine Setzlinge, die brauchen noch 11 Minuten. In der Zeit ist wieder Abend und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Das Setzen, da werden wir das, oder ich werde da inzwischen das nächste Feld bepflanzen mit Weizen. Alles klar, ich sag dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Da werden wir dann wieder mal auf Tour gehen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Ihr wisst das ja, wie es geht. Ich wusste es noch nicht, ich muss es erst lernen. Aber in der nächsten Folge werden wir uns vielleicht auf den Weg in die Halle der Erloschenen machen. Dass wir uns den ersten hier, den, weiß nicht, wie nennt man den? Naja, den bald das Gerippe. Das Monster soll. Alles klar. Ich sag dann mal tschüss, bis zur nächsten Folge.